Hallo, für dich habe ich heute die Faszienrollmassage für die komplette Bein- und Hüftmuskulatur vorbereitet. Also hol dir deine kleine und deine große Faszienrolle und lass uns starten. Als erstes beginnen wir mit der Fußmuskulatur. Dafür stellst du dich erst einmal wieder hin, nimmst die kleine Rolle, legst deinen Fußballen komplett flächig auf die kleine Faszienrolle drauf und gibst so viel Druck, wie du aushalten kannst und so, dass du noch ganz stabil stehen kannst. Und dann roll mal ganz, ganz langsam, wirklich so Millimeter für Millimeter von dem Fußballen nach hinten Richtung Ferse. Versuch gleichmäßig Druck auf die Rolle auszuüben und ganz, ganz langsam das ganze Fußgewölbe, die ganze Plantarfaszie einmal auszurollen. Nimm dir wirklich richtig viel Zeit. Es reicht auch, wenn du das Ganze einmal ausrollst. Also du musst nicht hin und her rollen, sondern nur mit ganz viel Druck einmal langsam Richtung Ferse nach hinten rollen. Bei der Ferse angekommen, gibst du noch mal ein bisschen mehr Druck in diesen Bereich. Na, du hast da so ein gewisses Polster, Fettpolster unten an der Ferse dran. Und das kannst du ruhig nochmal versuchen, mit ordentlich Druck auszupressen. Na, und dann lehnst du dich vielleicht so ein bisschen zurück, dass du mehr jetzt auf den hinteren Teil der Ferse rollen kannst, Richtung Achillessehne nach oben. Und hier angekommen, wechseln wir dann schon auf den anderen Fuß. Da auch wieder mit dem Fußballen auf die Rolle. So viel Druck wieder drauf, dass du noch stabil stehst und dass du auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 beim Schmerz 7 oder 8 rollst. 10 ist so der Schmerz, wo du die Luft anhalten müsstest oder entgegenspannst, um das Ganze noch auszuhalten. Auch hier wieder ganz langsam rollen, nimm dir richtig viel Zeit. Versuch den Druck immer gleichmäßig beizubehalten. Wenn du auf gewisse Punkte kommst, kann es natürlich sein, dass der Schmerz schnell nach oben schießt. Dann korrigierst du natürlich, nimmst wieder ein bisschen Druck raus und rollst dementsprechend dann langsam weiter. Auch hier dann langsam wieder, wenn du im Tempo bist, kommst du jetzt ungefähr bei der Ferse an. Und da gibst du auch nochmal richtig Druck drauf auf die Ferse. Wie gesagt, dieses Fettpolster muss ein bisschen beweglich sein, dieses Fersenpolster. Und hier kannst du dann langsam wieder deinen Fuß so ein bisschen anheben, dass du wieder mehr in den hinteren Teil jetzt der Ferse kommst, Übergang in die Achillessehne. Und mit dem Teil können wir dann auch gleich im Liegen weitermachen. Das heißt, du brauchst jetzt einmal deine große Rolle. Ich zeige dir die beidbeinige Variante. Wenn du das Ganze jetzt vielleicht schon kennst, schon mal mitgemacht hast, dann kannst du auch gerne die einbeinige Variante wählen. Die einbeinige Variante findest du in anderen Videos, die ich schon gepostet habe. Also leg jetzt die Achillessehne oberhalb der Ferse, legst du die Füße, den Unterschenkel hier auf der Rolle ab, schiebst dich aus den Schultern, aus den Händen, Armen nach oben raus. Und rollst ganz langsam jetzt die komplette Wadenmuskulatur aus. Lass dir da auch wieder richtig viel Zeit, gibst so viel Druck drauf, wie du kannst. Die Füße sind relativ locker, also achte darauf, dass du die Zehenspitzen nicht ranziehst oder absichtlich weit wegstreckst. Versuch ganz locker zu bleiben in der Muskulatur. Und wenn du merkst, die Hände, die Handgelenke stressen da, meckern ein bisschen rum, dann setz mal kurz ab, locker aus, versuchen Druck auf der Rolle beizubehalten, dann schieb dich wieder hoch. Versuch auch so zu stützen, wie es für dich angenehm ist, ob die Finger nach vorn, nach außen, nach hinten zeigen, das ist ganz dir überlassen. Und nimm dir wieder ganz, ganz viel Zeit. Auch hier so im oberen Teil der Wade werden dann wieder Punkte kommen, die wahrscheinlich etwas mehr schmerzen. Du kannst drauf bleiben, aber heute rollen wir einfach bloß mal drüber, sodass wir auch hier schon einen guten Effekt auf die Muskulatur haben, auf die Faszie haben, dass sie sich wieder entspannen kann,
dass die Faszie dann auch wieder neu strukturiert wird, sich danach mit frischer Flüssigkeit vollsaugen kann. Und jetzt kommst du langsam so Richtung Kniekehle. Roll ruhig gern bis in die Kniekehle rein. Ne? Die Wadenmuskulatur zieht übers Knie drüber und setzt dann am unteren Teil des Oberschenkels an. So, hier angekommen, rutsche ich einmal kurz zurück, damit wir die Oberschenkelrückseite nochmal gemeinsam rollen können. Da liegst du auch wieder mit der Kniekehle drauf, beziehungsweise rollst du theoretisch gleich weiter. Schiebst dich wieder raus, machst den Rücken lang und lässt die Beine relativ locker. Also darauf achten, dass du nicht anspannst, kannst locker lassen. Na, wem das Ganze wieder zu wenig Druck auf die Oberschenkelrückseite gibt, der kann gern diese einbeinige Variante wieder ausführen. Immer mit den Händen ein bisschen nachwandern, schön Zeit lassen. Ja, man sagt so pro Atemzug eigentlich einen Millimeter. Wenn es ein kleines bisschen schneller ist, ist auch okay. Nur dieses Hin- und Herrollen solltest du vermeiden. Also immer ganz langsam mit viel Druck Richtung Herz nach oben rollen, sodass du mit dem venösen Blutrückfluss, ne, rollst und auch mit dem Lymphfluss rollst. Jetzt bist du ungefähr mittig am Oberschenkel. Auch hier wieder, wenn die Hände stressen, mal kurz ein bisschen entlasten, andere Position oder mal absetzen. Und wieder richtig viel Zeit nehmen. Tief dazu in den Bauch ein- und ausatmen. Die Bauchatmung hat auch wieder einen sehr guten entspannenden Effekt auf die Muskulatur und auf die Faszie, senkt den Muskeltonus zusätzlich nochmal mit. So, dann bist du bei deinen Sitzbeinhöckern angekommen. Hier kannst du gern einmal schön mittig, gerade über das Gesäß drüber rollen. Lass dir da auch nochmal viel Zeit, versuch den Rücken lang zu lassen. Beine kannst du hier einmal anstellen. Aber wir rollen gleich die Gesäßmuskulatur nochmal einseitig aus, um nochmal einen viel besseren Effekt zu erzeugen. Das Ganze kannst du dann natürlich auch mit dem Ball machen. Wir beschränken uns heute aber erstmal nur auf die Rolle. So, und dann oben beim Kreuzbein oder beziehungsweise beim Beckenkamm dann angekommen, setzen wir einmal um. Du setzt dich nochmal mit den Sitzbeinhöckern, na, das sind so die zwei Punkte, die du merkst, hier unten am Gesäß auf die Rolle drauf. Wir rollen jetzt erstmal nur die rechte Gesäßhälfte, das heißt, dein linkes Bein ist lang und dein rechtes Bein legst du auf dem linken Oberschenkel ab. Dann kippst du auch etwas zur rechten Seite rüber, ja, kannst auch nochmal so ein bisschen nachjustieren und dann roll aus dieser Position heraus nochmal ganz, ganz langsam die Gesäßmuskulatur aus. Probier nochmal in verschiedenen Winkeln rein, also mal ein bisschen mehr nach rechts kippen, dann vielleicht ein bisschen weiter zurück. Auf jeden Fall wieder langsam mit viel Druck nach oben rollen und viel Zeit nehmen. Auch hier kann es sein, du merkst wieder gewisse Punkte, die schmerzen. Nimm einfach wieder ein bisschen Druck raus, indem du rüberkippst, mittig zurückkippst und langsam weiterrollst. Und das Ganze machst du auch wieder, bis du beim Beckenkamm angekommen bist. Falls du Fragen dazu haben solltest, schreib es mir gerne in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht, damit alle Fragen geklärt sind, die es zum Thema Faszientraining gibt. So, jetzt wechseln wir einfach auf die linke Gesäßhälfte. Da streckst du natürlich das rechte Bein, beugst das linke Bein an, kippst zur linken Seite auch rüber und rollst langsam die linke Gesäßhälfte. Na, die Faszienroll- bzw. die Faszienrollmassage ist nur ein Teil des Faszientrainings, die du in dein Trainingsprogramm mit einbauen kannst. Gerade wenn du Läufer oder Radsportler bist, solltest du dafür sorgen, dass du mindestens 2-3 Mal die Woche mit der Faszienrolle deine Beinmuskulatur ausrollst. Atme hier schön wieder tief und gleichmäßig. Auch hier wieder probier verschiedene Winkel, mal mehr nach links kippen, mal mehr zur Mitte. Spür einfach mal rein, wo es für dich angenehm ist.
Und dann auch wieder beim Beckenkamm angekommen. Langsam aus der Position wieder heraus. So, die Rückseite haben wir gerollt. Jetzt kommen wir zur Vorderseite. Die Einstiegsvariante für die Unterschenkelaußenseite ist einfach nur, du sitzt am Boden, nimmst die Rolle mittig. Wenn du die Rolle hast, wie ich, mit so einer kleinen Mulde hier drin, kannst du schön dein Schienbein da reinlegen und richtig auf deiner Muskulatur rollen, ohne dass du nur auf dem Knochen bist. Du kannst hier ganz, ganz langsam nach oben rollen. Na, ich tue es jetzt nur einfach mal andeuten. Oder du kommst mit mir in die Variante, aus dem Vierfüßlerstand heraus legst du einmal die Rolle ungefähr so im Sprunggelenk, oberhalb, leicht oberhalb des Sprunggelenks ab. Mit dem anderen Bein kannst du dir ordentlich Druck drauf geben und rollst jetzt hier richtig langsam die Schienbeinaußenseite, den Tibialis aus. Lass dir da richtig viel Zeit. Auch hier wieder, wenn gewisse Punkte sehr schmerzhaft sind, dann nimm natürlich Druck raus, stütz dich ab. Ansonsten versuch wieder so viel Druck wie möglich beizubehalten und langsam bis zum Knie nach oben zu rollen. Auch hier wieder nachwandern, Zeit lassen und reinspüren. Schließ auch gerne mal deine Augen dabei und fühl einfach mal rein, wie sich das Ganze anfühlt, ob es sehr schmerzhaft ist, sehr angespannt oder doch locker. Und spür auch mal rein, wie sich natürlich nach dem Rollen anfühlt. Und kurz absetzen. Schließ mal die Augen. Atme durch. Und fühl mal die gerollte Seite. Im Gegensatz zur nicht gerollten Seite. Ob du da schon einen Unterschied spürst. Na, es sollte sich deutlich lockerer und entspannter anfühlen. Gehen wir auf die zweite Seite über. Da auch wieder die Unterschenkel Außenseite mehr ablegen, Druck drauf geben mit dem anderen Bein oder das Bein zur Seite abstellen, um in einer leichteren Variante das Ganze auszuführen. Auch hier wieder Zeit lassen und die Schmerzskala von 1 bis 10 beachten, ne, bei 7 oder 8 Rollen. Und dann auch hier langsam wieder unterhalb noch vom Knie absetzen. Dann kommen wir natürlich zur Oberschenkelvorderseite. Die wollen wir auch noch mit ausrollen. Dafür legst du jetzt die Rolle so leicht oberhalb des Knies ab. Entweder stützt du dich hier in der Liegestützposition oder du gehst in den Unterarmstütz, lässt die Füße, die Beine wieder relativ locker und rollst dann ganz, ganz langsam die Oberschenkelvorderseite aus und versuch wirklich mal locker zu lassen, zu entspannen. Meistens ist man so, dass man gerade bei der Oberschenkelvorderseite sehr oft entgegenspannt, dann nicht locker lassen kann. Fühl einfach mal rein und mit jedem Ausatmen entspannst du die Oberschenkelvorderseite etwas mehr. Auch hier geht natürlich wieder eine einbeinige Variante, so dass du ein Bein auf dem anderen wieder ablegst, um das Ganze noch mal etwas intensiver zu machen. Ja, und dann wander wieder etwas nach und roll ganz langsam bis in die Hüftbeuge rein. Und setz dann langsam wieder ab. Als nächstes machen wir noch die Unterschenkel, die Oberschenkel-Außenseite. Da ist es jetzt so, dass da eine große Faszienplatte, eine große Sehnenplatte entlangläuft und die durch unseren Alltag relativ oft verspannt ist und sehr schmerzempfindlich sein kann. Deswegen teste dich jetzt ganz langsam hier ran. Leg erstmal wieder die Rolle leicht oberhalb vom Knie ab und dann stützt du dich mit dem freien Bein, nimmst Druck weg und rollst in dieser Variante ganz langsam vom Knie bis hoch Richtung Hüfte, na, Richtung großen Rollhügel, den du hier an der Seite spürst.
Und wenn du merkst, es geht ganz gut, das ist nicht allzu schmerzhaft, du bist deutlich unter 10 und vielleicht auch unter 7 und 8, dann kannst du beide Füße übereinander legen, beide Beine übereinander legen, wieder langsam nachwandern, richtig viel Zeit lassen, tief atmen. Du kannst auch gern wieder hier in den Unterarmstütz gehen. Und wenn du dann beim Rollhügel angekommen bist, das merkst du dann, wenn du dann hier auf dem Knochen liegst, kannst du gerne noch mal so ein bisschen seitlich nach vorn kippen, dass du noch mal bis hoch in die Hüfte reinrollst, dass du noch mal alle Fasern mit erreichst und oben dann in der Hüfte angekommen, gehst du langsam wieder aus der Position raus. Und wir wechseln dann natürlich entsprechend jetzt auf die andere Seite. Da wieder genauso die Rolle oberhalb vom Knie abgelegt. Unterarmstütz oder Handstützposition. Oberes Bein, oberen Fuß nach vorn abstellen. Leichte Variante. Wenn es sehr schmerzhaft ist, da kannst du genug Druck wegnehmen, um die Außenseite deines Oberschenkels abzurollen. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, wenn du vielleicht schon ein paar Mal gerollt hast, dann auch wieder beide Beine übereinander legen. Wichtig ist auch hier wieder Zeit lassen. Versuchen, die Faszie, die Muskulatur mit der Atmung zu entspannen. Und wenn du merkst, du hast einen gewissen Punkt, der wieder sehr schmerzhaft ist, stellst du den Fuß nach vorne, nimmst Druck weg. Also fühl dich frei, das immer so auszuführen, wie es für dich entsprechend ist. Auch hier wieder, wenn du dann oben am Rollhügel angekommen bist, drehst du dich ein bisschen nach vorn, dass du nochmal richtig in die Hüftbeuge reinrollen kannst und auch da nochmal alle Fasern mitnimmst. Und dann komm auch hier langsam wieder aus dieser Position heraus. So, es fehlt jetzt nur noch die Oberschenkelinnenseite. Das heißt, wir gehen noch einmal in die Bauchlage. Du stützt dich hier ab, wir nehmen jetzt das rechte Bein. Dein linkes Bein ist lang ausgestreckt. Im rechten Bein hast du ungefähr Hüfte, Knie, 90 Grad Winkel. Und wieder leicht oberhalb des Knies die Rolle ablegen. Stütz dich entweder mit einem Arm oder mit beiden Armen ab und dann roll von hier ganz, ganz langsam die Oberschenkelinnenseite aus. Gib auch hier wieder so viel Druck drauf, wie du noch aushalten kannst. Versuch wieder im Atemrhythmus zu arbeiten, so wirklich Millimeter für Millimeter, jedem Atemzug. Dann hast du dein optimales Tempo. Und auch den besten Effekt, wenn du Verspannung lösen willst, wenn du deine Beweglichkeit verbessern willst. Also immer ganz langsam rollen. Auch hier wieder, wenn es gewisse Punkte gibt, die sehr schmerzhaft sind, setz den Fuß ab, nimm dann ein bisschen Druck weg und roll trotzdem in dem langsamen Tempo über diesen Punkt hinweg. Gerne auch hier immer so ein bisschen nachrücken, je nachdem, wie beweglich du bist. Und nochmal viel Zeit nehmen. Gerade die Oberschenkelinnenseite wird oft vernachlässigt. Wenn es um die Faszienrollmassage geht, da werden meistens nur die Waden oder Oberschenkel, Vorderseite und Rückseite ausgerollt. Innenseite wird meistens vergessen. Auch hier, wenn du dann in der Hüftbeuge angekommen bist, wechsel langsam, dann wieder auf die andere Seite. Auch hier zum Schluss nehmen wir uns nochmal richtig viel Zeit. Denk wieder dran, dein Bein ist lang gestreckt. Legst die Rolle leicht oberhalb des Knies ab und rollst nochmal hier ganz langsam die Muskulatur aus. Vielleicht spürst du auch einen Unterschied immer zwischen rechten und linken Bein, dass eins deutlich schmerzhafter ist.
Das ist ganz normal am Anfang. Da wir meistens eine Seite mehr belasten im Alltag, ist es auch so, dass eine Seite sehr oft schmerzhafter ist beim Rollen. Aber wenn du regelmäßig rollst, dann kommst du diese Disbalance langsam wieder in den Griff. Auch hier wieder, wenn gewisse schmerzhafte Punkte vorhanden sind, setz dann einfach den Fuß ab und roll langsam weiter. Ansonsten lass den Fuß oben, sodass du richtig viel Druck auf das Gewebe geben kannst und tief in das Faszien- und Muskelgewebe reinkommst. Und dann auch hier langsam wieder, wenn du in der Hüfte angekommen bist, aus dieser Position raus. Und dann spür einfach mal rein, wie sich deine Beine jetzt anfühlen. Schließ ruhig mal die Augen. Bleib hier im Fersensitz. Und fühl mal den Unterschied rechts und links. Oder von vorhin, wo du noch nicht gerollt hast, zu jetzt. Einfach mal tief atmen. Und mal reinspüren, ob sich es genauso locker und angenehm warm wie bei mir anfühlt. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Dann danke ich dir vielmals fürs Mitmachen und fürs Zuschauen. Und freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und mir vielleicht einen Kommentar dazu schickst, wie es dir gefallen hat, wie es sich bei dir anfühlt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.